Was geht, Leute? Ich habe heute endlich die Bremssocke für mein Rad bekommen. Gerade noch rechtzeitig. Und zwar Country Bikes hat mir da wirklich den Arsch gerettet. Die haben einfach mal schnell die Bremskabelhalterung und natürlich die Bremssocke zugeschickt. Und ja, jetzt habe ich alle Teile und wir können endlich anfangen, mein Rad aufzubauen. Und ja, fangen wir einfach mal gemeinsam an, das gute Stück aufzubauen. So, das Erste, was ich beim neuen Rad mache, ist die Gabel einzubauen. Und zwar hier haben wir den Steuersatz bzw. das untere Lager. Und ja, wir nehmen erstmal ein bisschen Fett und schmieren das Fett auf die Fläche auf der Gabel, wo das Kugellager später drauf kommt. Ich hoffe, ihr könnt das halbwegs sehen. Da ist unten so eine kleine, ist so ein bisschen angewinkelt. Und da schmiert ihr erstmal ein bisschen Fett drauf. Dann kommt das Kugellager drauf. Und das Kugellager fettet ihr auch nochmal ein bisschen ein. Müsst ihr nicht mit geizen. Kann ruhig ordentlich was drauf. Und ja, dann können wir die Gabel auch schon erstmal in den Rahmen reinstecken. Und ja, jetzt geht es weiter mit dem oberen Kugellager. So, beim oberen Kugellager relativ das gleiche Spiel. Ihr habt das Lager und ihr fettet einmal den Teil, der in den Rahmen kommt. Dann könnt ihr es auch schon vorsichtig in den Rahmen bzw. in die Lagerschale reinlegen. Und was ganz wichtig ist, der Schaft der Gabel, da darf später kein Fett dran sein. Jetzt kommen erstmal hier, das ist so eine Art Konus, der drückt die Gabel dann halt richtig hin, damit der Steuersatz richtig funktioniert. Dann gibt es hier noch so eine kleine Distanzhülse und die Abdeckung, damit später kein Staub drauf kommt. Und ja, jetzt könnt ihr das einmal sauber machen. Am besten könnt ihr noch Nagellackentferner nehmen, um das Steuerrohr der Gabel einmal richtig zu entfetten, weil da sitzt später der Vorbau drauf und der darf sich auf keinen Fall irgendwie, also der darf nicht verrutschen. Von daher am besten einmal entfetten mit Nagellackentferner. So, wenn ihr es ordentlich entfettet habt, dann kommt, wenn ihr zum Beispiel Brakeless fahrt oder ein normales Bremskabel, kommt halt noch ein Spacer runter und dann direkt der Vorbau drauf. Allerdings fahre ich hier noch einen Rotor, von daher kommt erstmal der Rotor hier rüber. Dann kommt mein kleiner Spacer drauf und dann halt eine Rotorplatte, damit ich das Bremskabel später auch richtig festmachen kann. Und dann kommt der Vorbau drauf. Passt. So, wenn jetzt der Vorbau drauf ist, dann könnt ihr schon mal die Rotorplatte ein wenig ausrichten und dann kommt der Top Bolt raus. Beim Top Bolt nehmt ihr am besten auch noch mal ein bisschen Fett, sodass ihr das Gewinde ein bisschen fettet, aber auch die Fläche hier oben, weil die beim Festdrehen einfach so ein bisschen auf dem Vorbau schrabbelt bzw. den runterdrückt. Und ja, deswegen fette ich das immer noch ein bisschen. Dann ist das ein bisschen, dann geht die Schraube halt einfach leichter rein. Und ja, die zieht ihr erstmal so fest, dass die Gabel nicht mehr wackelt bzw. kein Spiel mehr ist beim Steuersatz. Aber das richten wir nachher noch richtig aus. So, jetzt ist es erstmal fest. Rotorplatte ist ausgerichtet, ganz bisschen ziehen noch fest. Ja, das war's jetzt mit dem Vorbau und weiter geht's mit dem Lenker. So, um den Lenker anzubauen, müsst ihr vorne erstmal die Platte vom Vorbau abschrauben. Und zwar, das geht mit diesen kleinen vier Schräubchen. Die müsst ihr alle einmal lose schrauben und dann könnt ihr auch schon die Platte abnehmen. Wenn ihr das gemacht habt und einen neuen oder auch gebrauchten Vorbau habt, könnt ihr noch einmal hier innen langwischen, weil da sammelt sich manchmal Fett an von der Produktion, aber auch wenn ihr einen Lenker gefahren seid und der vielleicht mal verrutscht ist, ist da einfach ein bisschen Dreck drin und deswegen einmal schön sauber machen. Ja. So, jetzt kommt der Lenker rein und zwar hier wieder beachten, dass der Lenker die Biegung ein bisschen nach hinten zeigt. So soll er rein und ich lege den meistens so ein bisschen so rauf und dann können wir die Rotorplatte nehmen. Achtet darauf, dass der Schriftzug halt richtig ist, nicht auf dem Kopf. Und dann könnt ihr die Schrauben erstmal ein bisschen reinschrauben, aber nicht fest, sondern nur, dass die Platte schon mal ja, so ein bisschen fest ist, dass sie nicht abfällt. Wenn ihr die Schrauben dann weit genug reingedreht habt, könnt ihr den Lenker aufrichten. Und zwar, jetzt kommt es dazu, dass wir den Lenker richtig ausrichten. Und der Lenker sollte immer parallel zur Gabel sein. Das ist ganz wichtig, das gibt euch einfach das beste Gefühl beim Fahren.
Und zwar können wir es jetzt ein ganz bisschen festschrauben. Dabei müsst ihr auch gucken, dass die Rifflung hier mittig im Vorbau drin ist. Und dann können wir anfangen mit dem Ausrichten. Ist aus meiner Perspektive jetzt natürlich ein bisschen blöd. Schauen wir mal einmal. Sieht schon ganz gut aus, aber ich glaube, der Lenker ist ein bisschen weit zu weit vorne. Von daher lösen wir noch mal ganz bisschen die Schrauben. Machen den kleinen Stück nach hinten. Ich glaube, das müsste jetzt schon besser sein. Das sieht schon sehr gut aus. So, wenn ihr den Lenker dann parallel zur Gabel ausgerichtet habt, dann schraubt ihr die Schrauben hier über Kreuz fest. Ich mache das immer oben rechts, unten links, unten rechts, oben links. Und ja, ihr solltet sicher sein, dass der Lenker halt wirklich parallel zur Gabel ist. Ich musste auch immer ein bisschen mehr schauen. Aber ja, das ist halt extrem wichtig dabei. Und dann schraubt ihr den erstmal relativ fest. Aber wir ziehen das später eh nochmal nach. Von daher nur so, dass er erstmal nicht verrutscht. So, vorne sieht das Rad schon nicht schlecht aus. Und jetzt bauen wir einmal die Sattel mit Sattelstange an. Und zwar schieben wir einfach rein, dann wieder ein 6er Imbus. Am besten die Schraube bzw. die Mutter fettet die auch noch mal ein bisschen, damit ihr die einfach fester anziehen könnt. Und die Schraube hat einen 5er Imbus, merke ich gerade. Wie hoch ich den Sattel haben möchte, bin ich mir jetzt auch ein bisschen unsicher, weil der Rahmen einfach höher ist als mein Alter. Aber ich schraube es erstmal hier auf der Höhe fest und dann gucken wir gleich mal. Jetzt hält es mal ein bisschen und dann könnt ihr den Sattel halt noch ausrichten, dass er wieder parallel zum Oberrohr ist, sodass ihr halt von oben guckt, dass er genau gerade ist. Das zieht ihr erstmal halbwegs fest und ja, jetzt drehen wir das Rad einmal um, dann geht es weiter mit der Kurbel und dann kommen auch schon die Räder dran. So, Sinn und Zweck, dass wir jetzt die Gabel und den Sattel zuerst angebaut haben, ist einfach, dass wir das Rad jetzt umdrehen können. Und ja, jetzt können wir in Ruhe die Kurbel anbauen, ohne dass das Rad umkippt. Das steht sicher auf dem Lenker und ja, so fange ich an, ein Rad zu bauen und jetzt geht's an die Kurbel. So, bei der Kurbel solltet ihr immer im Kopf haben, dass bei normalen Rädern immer das Kettenblatt auf der rechten Seite ist. Ich habe eine spezielle Narbe, deswegen ist bei mir das Kettenblatt links und deswegen muss ich halt das Kettenblatt gleich auch auf der linken Seite anbauen. Deswegen fange ich erstmal mit dem rechten Kurbelarm an. Bei normalen Kurbeln steckt ihr zuerst die Achse einmal durch und dann kommen die Kurbelarme drauf. Aber bei der Radio, das ist quasi eine zweiteilige Kurbel, kommt zuerst der Kurbelarm mit der Achse drauf. Und zwar, ja, auf die linke Seite kommt das Kettenblatt bei mir, deswegen kommt die rechte zuerst drauf. Hier habe ich einen Spacer, da gibt es einmal einen dicken für die Seite, wo kein Kettenblatt ist. Und einen etwas dünneren, wo das Kettenblatt ist. Und da erkläre ich euch den Sinn gleich. Aber erstmal kommt der Spacer hier drauf, dann solltet ihr die Achse ordentlich fetten, dass da eine schöne Fettschicht drauf ist, weil wir müssen die Achse gleich in die Lage reinstecken und da ist es auf jeden Fall besser, wenn ihr es vorher einmal fettet, dann geht die wesentlich leichter rein. Und ja, wir schieben die jetzt schon mal ein Stück rein hier. Gerade bei neuen Kurbeln und neuen Lagern kann es sein, dass die Achse relativ schwer da durchgeht. Deswegen nehmt ihr am besten den Gummihammer zur Hilfe und schlagt die Achse ein bisschen durch, sodass der Kurbelarm direkt am Spacer bzw. am Rahmen dran ist. Jetzt geht es weiter mit der anderen Seite. Und zwar kommt da erstmal der dünnere Spacer drauf. Warum der dünner ist? Ja, auf der anderen Seite haben wir einen dicken und auf diese Seite kommt halt noch das Kettenblatt und der dünne Spacer und das Kettenblatt zusammen sind halt genauso dick wie der Spacer auf der anderen Seite und so habt ihr halt bei den Kurbelarmen auf jeder Seite den gleichen Abstand zum Hinterbau vom Rahmen. Also, hier kommt der kleine Spacer drauf, dann kommt das Kettenblatt, hier ist schon ein Adapter drin auf 22 mm, damit das auch auf der Achse nicht wackelt und dann fettet ihr nochmal den Kurbelarm von innen und steckt den ganz einfach drauf. Nehmen wir nochmal hier das gute Teflonfett. Wieder nicht geizig sein. Jetzt guckt ihr, dass die Kurbelarme richtig ausgerichtet sind. Auch parallel zueinander sind. Und ja, der Kurbelarm ist drauf. Und jetzt zieht ihr hier die Schraube ordentlich fest. Ihr könnt auch noch, wenn ihr wollt, dass sie sich wirklich nicht mehr löst, ein bisschen Schraubenkleber nehmen. Und dann ist die Schraube einfach bombenfest.
Bevor ihr die Kurbelarme allerdings richtig anknallt, solltet ihr noch die kleine Schraube nehmen und das Kettenblatt richtig an der Kurbel befestigen. Da könnt ihr bei Bedarf auch Schraubenkleber nehmen. Allerdings ist meistens auf der Schraube schon ein bisschen so eine Art Schraubenkleber drauf. Und ja, das zieht ihr jetzt handfest, würde ich sagen. Ihr könnt es auch ein bisschen lose lassen. Dann dreht ihr die Kurbelschrauben an der Seite fest und dann dreht ihr nochmal das Kettenblatt ordentlich fest. So, jetzt geht es weiter mit der Pedale. Und zwar ganz wichtig ist da, dass ihr die Gewinde ordentlich fettet. Weil die Pedale kann ganz schwierig wieder abgehen. Die können sich so ein bisschen festfressen, festmodern. Und ich kenne einige Leute, die sich eine neue Kurbel kaufen mussten, nur weil sie ihre Pedale nicht abbekommen haben. Und das soll euch natürlich nicht passieren. Und ja, achtet darauf, dass ihr die richtige Pedale für die richtige Seite habt. Linker Kurbelarm, linke Pedale. Und ja, im Lifehack, wie habt ihr es ja gesehen, ihr setzt hier an und wenn der Imbus nach oben zeigt, dreht ihr ihn Richtung Hinterrad. So macht ihr auf der Seite hier die Pedale fest. Aber auch, noch schnell einmal fetten, aber auch natürlich auf der anderen Seite. Imbus zeigt nach oben und dann Richtung Hinterrad drehen, was natürlich noch nicht drin ist. Ein bisschen gegenhalten hier. Na komm schon, ja, jetzt ist sie drin. Ja, jetzt schraubt ihr die Pedale nochmal ordentlich fest. Die sollten ja schon ordentlich fest sein, könnt ihr gut anknallen und ja, dann geht's weiter mit dem Hinterrad. So, das Hinterrad, da baue ich erstmal mein altes Hinterrad ein, weil ich möchte noch ein separates zum Profile Free Coaster machen. Und das hätte sich zu sehr vermischt, da mache ich lieber wirklich ein Video, wo ich den das erste Mal fahre und dann noch die Reaktionen einfange. Und werde von dem Rad hier, wie ich das erste Mal fahre, auch ein Video machen. Deswegen erstmal mein Kassettenlaufrad. Und ja, das Laufrad schiebt ihr erstmal hinten rein in den Rahmen, in den Hinterbau. Natürlich müsst ihr gucken, dass das Ritzel auch auf der Seite ist, wo das Kettenblatt ist. Und das schiebt ihr erstmal auf Anschlag rein und dann gucken wir mal, ob die Kette passt. So, jetzt geht es weiter mit der Kette. Das ist die Kette von meinem alten Rad und die sollte eigentlich genau passen, weil der Hinterbau von meinem alten Rahmen genauso lang ist wie der hier. Und, na, schauen wir mal. Ja, das sieht gut aus. Die ist genauso lang wie meine alte. Wenn die Niete jetzt mal hier reinrutscht, na komm schon, ja. Perfekt. Ganz wichtig bei der Kette ist, dass ihr die Laufrichtung beachtet. Und zwar, ihr seht hier jetzt immer, wo die Glieder zusammengehen. Das ist eine Kette, die nur aus halben Kettengliedern besteht. Wenn ihr zum Beispiel beim Griden abrutscht, dann in dem Fall geht der Imbusschlüssel einfach über die Nieten rüber. Aber wenn ihr sie jetzt zum Beispiel andersrum angebaut hättet, dann wird der Imbusschlüssel die Nieten quasi aufreißen, weil der zwischen den Kettengliedern einfach stecken bleiben würde. Genau das gleiche passiert euch auch an Betonkanten, deswegen beachtet immer die Laufrichtung der Kette. So, hier haben wir jetzt noch die offene Niete der Kette. Da nehme ich erstmal immer die Rohrzange, guck, dass das andere Kettenglied auf der anderen Seite richtig sitzt und drückt die Niete dann erstmal in die Kette rein. So. Jetzt ist es schon in der anderen Seite drin. Und jetzt nehmen wir nochmal hier den Kettennieter und drücken die ganz durch. So, den Kettennieter setzt ihr einfach hier an. Dann hinten ist eine Schraube beim Kettennieter. Die schraubt ihr einmal bis zum Anschlag. Die setzt sich quasi hinter die Kette. Und dann drückt ihr hier die Niete so ein bisschen durch, bis sie einfach in der Mitte ist und auf beiden Seiten den gleichen Abstand hat. So, jetzt wo die Kette drauf ist, können wir das Hinterrad nochmal spannen. Das ist eigentlich auch relativ einfach. Und zwar, ihr schaut, dass das Hinterrad gerade im Rahmen drin ist, dass es auf beiden Seiten den gleichen Abstand hat. Und dann schraubt ihr zuerst die eine Seite ein bisschen fest. Ihr könnt das Laufrad auch dabei ein bisschen festhalten. Dann schraubt ihr die andere Seite ein bisschen fest. Und genau das immer ein Wechsel, sodass sich das Hinterrad beim Festziehen nicht verschieben kann. Ich mache das jetzt erstmal nur ein bisschen handfest, damit ich später nochmal alles in Ruhe nachziehen kann und alles kontrollieren kann. So, jetzt bauen wir noch schnell das Vorderrad einmal ein. Achtet auf die Laufrichtung vom Reifen und natürlich, dass euer Pack auf der richtigen Seite ist. Ich muss hier noch einmal den Hubguard richtig ausrichten. Ich
habe vorne 17 mm Hex bei uns, deswegen kann ich dieses coole Multitool nehmen. Das zieht ja auch auf jeder Seite abwechselnd ein bisschen fester. Aber ich mache das erstmal nur handfest und später kontrollieren wir noch alles. So, jetzt kommst du zur Königsdisziplin. Jetzt fehlt eigentlich nur noch die Bremse. Und ja, damit geht's jetzt los. Da bin ich mal gespannt, wie das hier zieht, weil die Bremsen auch hier bei dem Rahmen unten sind. So, das erste, was ich mache, ich baue immer den Bremshebel an. Das ist so immer der erste Schritt. Und zwar richte ich auch meine Griffe danach aus, wo der Bremshebel sitzt. Ich zeige euch das gleich mal genau. Ich schraube den erstmal ein bisschen lose ran. Und zwar, ihr seht hier jetzt, dass der Griff nicht ganz bis zum Ende ist. Und zwar möchte ich den Lenker noch kürzen. Aber das ist das, was ich eigentlich immer am Schluss mache, weil ja, ich gucke erstmal, wie der Bremshebel sitzt und dann weiß ich ungefähr, wie weit ich den Lenker kürzen kann. Das ist, glaube ich, ein bisschen anders, als alle anderen das machen. Aber die Bremshebelposition ist für mich einfach extrem wichtig. Und deswegen schaue ich erstmal, dass der ordentlich sitzt, sodass ich den Bremshebel ordentlich ziehen kann. Und dann schaue ich, wie weit ich den Lenker kürzen kann. Ich glaube, da bin ich ziemlich eigen, aber Bremse ist mir einfach extrem wichtig am Rad. Und von daher mache ich das so. So, als nächstes kommen die Bremskabel dann hier in die Rotorplatte. Ich schraube die kleinen Schrauben immer halb rein, da ihr später beim Rotor einstellen die eh noch ein bisschen hin und her schrauben müsst. Und wenn die halb drin sind, dann habt ihr einen recht guten Mittelweg. Vielleicht muss eine wieder ein Stückchen raus oder ein Stückchen rein, aber das sehen wir erst gleich. So, jetzt kommt das untere Bremskabel. Das könnt ihr erstmal hier durch die eine Halterung bzw. die erste Öse durchstecken. Und dann schraubt ihr hier auch die Schrauben in die Gyro-Tabs. Ich musste welche anbauen, manche Rahmen haben die auch noch dran geschweißt, aber das ist eigentlich nicht mehr Standard, weil einfach so viele Leute ohne Bremse fahren. Und dann ist es besser, wenn man die halt zum Ab- und Anschrauben dazu legt. Und ja, wenn ihr die halb reingeschraubt habt, könnt ihr hier erstmal die Tonnen in den Rotor einhaken. Dann müsst ihr mal die Tonnen mal hier rauskommen. Die wollen nicht so recht. So. Jetzt haben wir die hier noch schön ein. Die sind aber ein bisschen widerspenstig hier. So, die ist drin. Andere Seite ist jetzt auch drin. Jetzt ist der Rotor schon mal angebaut. So, jetzt müssen wir hier noch einmal die Bremskabelhülle ein wenig kürzen. Und zwar gucken wir hier, dass die Hülle da ganz drin ist. Hier ist die Stellschraube. Das heißt, drücken wir noch ein ganz bisschen nach oben und kürzen die dann einfach hier mit einer Kneifzange, mit einer Knipex. Einfach einmal den Bremszug rausziehen. Dann habt ihr hier die Außenhülle, setzt an und kneift das einmal ordentlich durch. Jetzt habt ihr hier noch das abgekniffene Stück. Das könnt ihr ein bisschen aufhebeln mit zum Beispiel einem Schraubenzieher. Oder ihr steckt einfach ganz vorsichtig das Kabel von der anderen Seite durch und hebelt das damit auf, dann könnt ihr es noch mal ein bisschen bewegen und dann ist es ordentlich aufgebogen. Jetzt nehmt ihr noch so eine kleine silberne Hülse, so eine Endhülse, die dabei ist, steckt die drauf, dann könnt ihr wieder hier den Bauanzug durchstecken, die Hülse verlieren, nein, am besten nicht, also die Hülse hier wieder drauf, jetzt sitzt wieder da drauf. Schiebe das hier einmal durch und jetzt kommt hier der Bremszug durch die Stellschraube und jetzt bauen wir die Bremse an. Auf der rechten Seite geht das bei mir ganz einfach, aber auf der linken ist halt die Kette direkt über dem Bremssockel und da schauen wir mal, dass wir das jetzt hingefrickelt bekommen. So, gucken wir mal, die Kette vorsichtig ein bisschen hoch. Drehen wir die Bremsbacke einmal ein bisschen und jetzt muss der Kugel eigentlich schon. Genau, jetzt ist er runter. Jetzt schrauben wir die Bremsbacke noch mal ein bisschen fest. So, gut, das war's schon mal. Jetzt kommt hier die Feder rein. Müsst ihr darauf achten, auf jeder Seite ist eine spezielle Feder. Also ihr dürft die nicht durchmixen. Das ist ganz wichtig. Und jetzt kommt hier noch einmal die Schraube rauf, damit ihr auch gleich die Feder richtig spannen könnt.
So, wenn ihr die Bremse dann richtig dran geschraubt habt, solltet ihr noch einmal gucken, dass ihr die Bremsbacken erstmal relativ gerade ran macht. Ich lege die einmal an der Felge an, ziehe die Schraube ein bisschen mit der Hand fest, dann noch einmal mit dem Imbus nachziehen und das reicht dann schon mal fürs grobe Einstellen. So, jetzt kommt hier das Kabeldreieck. Das schieben wir vorsichtig auf das Bremskabel drauf. Das müsst ihr vielleicht noch mit dem Schraubenzieher ein ganz bisschen hochhebeln, aber dann könnt ihr es ordentlich drauf schieben. Und dann schauen wir, dass wir es erstmal lose lassen, aber wenn die Bremse durchgedrückt ist, wenn ihr die komplett zieht, sollte auf jeden Fall noch Platz sein zur Stellschraube, denn sonst könnt ihr nicht ordentlich bremsen. So, als nächstes spannen wir die Federn der Bremse noch ein bisschen. Da setzt ihr einfach den Imbus an, dreht die Schraube ein bisschen so, dass sich die Bremsbacke von der Felge wegdrückt und zieht die dann ein bisschen an. Das macht ihr auf beiden Seiten. Jetzt habt ihr hier das Querseil für die Bremse. Da ist noch so eine Tonne dran, die könnt ihr einmal abmachen und dann nehmt ihr das Querseil, macht es in der einen Seite in die Aussparung der Bremse rein oder erstmal hier ins Kabeldreieck. Ich glaube, das ist ein bisschen einfacher. So, durchs Kabeldreieck ist es und jetzt macht man es hier in die Einsparung der Bremse rein. Das ist ein bisschen Fummelarbeit und dann nehmt ihr diese kleine Tonne hier und schiebt die auf den Bautenzug drauf. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Und die setzt ihr jetzt in die andere Seite rein und schraubt sie erstmal handfest. So, und jetzt könnt ihr gucken, dass ihr das Kabeldreieck noch einmal lose schraubt und dann genau zu dem Punkt bewegt, dass euer Bremshebel für euch an der richtigen Stelle bremst. Und später könnt ihr das auch noch mit der kleinen Stellschraube hier ein bisschen korrigieren. Könnt das einfach mal testen, setzt das an der Stelle, dann zieht ihr den Bremshebel und wenn es für euch gut ist, dann lasst ihr es so. Ich mache das Bremskabel, das Kabeldreieck jetzt nochmal ein Stück nach hinten, weil die Bremse für mich zu früh gezogen hat. Jetzt soll es für mich besser sein, testen wir nochmal. Ja, wenn die Bremse bei euch nicht zurückgeht, dann könnt ihr die Feder noch ein bisschen mehr spannen. Den gebt ihr ein bisschen mehr Spannung, dass sich das alles hinzieht. Und ja, jetzt zeige ich euch nochmal, wie man die Bremse fein einstellt. So, das mit der Bremse könnte wahrscheinlich jetzt ähnlich bei euch aussehen. Die rechte Bremsbacke ist schon dran und die linke hat noch einen relativ einfachen Weg. Das liegt einfach daran, dass wir jetzt die rechte Seite zu wenig gespannt haben. Dann nehmen wir jetzt in meinem Fall mal einen 17er Schlüssel, geben ein bisschen mehr Spannung hier auf die Feder, schrauben das einmal schnell fest und ihr seht schon, sieht schon besser aus, aber ich glaube, ist das jetzt ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger? Machen wir mal noch einen kleinen Tick mehr. Das war auf jeden Fall zu viel. Dann doch noch mal weniger. So, und jetzt seht ihr, es klingt auch ganz anders. Ganz bisschen mehr zu. So soll es passen. Noch mal festschrauben gleich. Aber jetzt hört ihr es. Jetzt sind die Bremsbacken quasi schon zum gleichen Zeitpunkt dran. Und genau so soll es sein. So, die Bremse ist fertig angebaut und angestellt. Ich werde gleich noch ein paar Endhülsen draufsetzen und die Bremskabel kürzen, halt das, was übersteht. Und ihr seht jetzt auch, das mit dem Lenker hat auch super gepasst. Ich kann den Bremshebel auf jeden Fall jetzt richtig ziehen. Und dieses überstehende Stück, das werde ich morgen einfach wegflexen. Und ja, morgen werde ich das Video filmen, wie ich damit das erste Mal fahre. Da werdet ihr natürlich auch dabei sein. Ich werde jetzt nochmal alle Schrauben nachziehen. Das mit der Bremse ist jetzt ein bisschen ausführlicher geworden. Ich hoffe, es ist euch nicht zu lang geworden, aber ich gebe mir Mühe, das bestmöglich zu erklären und dass es trotzdem halt nicht zu lang wird, das Video. Falls ich irgendwas vergessen habe, schreibt es in die Kommentare. Ich möchte eh noch How-To-Videos machen, nicht nur für Tricks, sondern auch noch erklären, wie ihr euren Rad irgendwas repariert oder umbaut. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video.